Diese Kröten standen ja am Anfang einer Entwicklung, die ein sehr aufwendiges 3D-Projekt in den Film reingebracht hat, das von Tim Liebe realisiert wurde, der zugleich auch als Head of Department all die verschiedenen Strategien der Animation zusammengehalten hat und organisiert und beraten, die in diesem Film vorkommen. Vielleicht befassen wir uns einmal damit, was durch die 3D-Realisierung aus der ursprünglichen Drehbuchidee geworden ist. Kröten können fliegen, Kröten können sich wie ein Schwarm verhalten. Kröten haben das Problem zu landen, weil sie plötzlich mit diesen erweiterten Fähigkeiten nicht mehr klarkommen. Tim Liebe ist das Projekt so angegangen, dass er zunächst erstmal Skizzen entwickelt hat, mögliche Konfigurationen für diese fliegenden Kröten, und in diesem Zusammenhang fiel die Entscheidung, dass sie halt keine Flügel oder sowas haben, dass sie nicht wie Hummeln oder Insekten angelegt sind, sondern dass sie fliegen durch Flughäute, die sich anstelle von Schwimmhäuten ausbilden. In so einer Entscheidung steckt natürlich auch eine inhaltliche Entscheidung drin, denn in dem Moment, in dem sie mit 4 ausgestreckten Gliedmaßen fliegen, das machen sie ganz gut, wie wir hier sehen, liegen sie sehr plausibel in der Luft. Aber das bedeutet eben auch, dass ein gewisser Anteil dieser Kröten, betrachtet in einem bestimmten Kontext, nämlich einem sehr aktuellen, schon den Quadrocopter-Drohnen gleicht, an die wir uns in den letzten 2-3 Jahren schon gewöhnt haben. Auch hier sind wir durch die Animation schon wieder in einem Feld, wo man mit Korrespondenz und Wechselbeziehungen, Kunstwirkungen innerhalb des Films Art Girls oder Neue Natur Art Girls intern rechnen muss. Und es hängt davon ab, wie man einen Charakter designt. Anhand von Skizzen, Fotografien oder unter Zuhilfenahme von 3D-Scans, die einen Körper im Computer räumlich abbilden, entsteht während des Modelings das Polygonmodell. Durch Texturing und Shading werden Farbgebung und Oberflächeneigenschaften der Figur bestimmt. Das Rigging stattet das Modell mit einem Skelett aus, das die spätere Animation ermöglicht. Der nächste Schritt bei der 3D-Animation ist dann die eigentliche Animation, bei der das entstandene 3D-Modell bestimmte Bewegungen ausführt, auf eine bestimmte Weise natürlich wirkt, und schon sind wir wieder bei diesem einfachen Objekt in mehrere Kontexte eingespannt. Haben wir es mit einer Trickfigur zu tun, die wie in einem Disney-Film sozusagen in die Kamera zwinkert, die sich gebärdet als ein kleines, sympathisches Lebewesen, ja, ein charmanter Fisch, mit dem wir uns gerne identifizieren. Wie viel von dieser Disneyfizierung steckt da drin? Wie viel von einem Cyborg steckt da drin? Also im Grunde einem technisch weiterentwickelten Mischwesen zwischen, ja, Roboter und natürlicher Kreatur. Das ist eine zweite Frage. Drittens, haben wir es vielleicht mit einem spontanen Evolutionssprung zu tun, mit einer Mutation, mit der Realisierung von alternativen Möglichkeiten der Evolution. Ja, das steckt alles, also schon diese drei möglichen Realitäten muss die Animation zusammenbringen. Und dabei ist ganz entscheidend, zum Beispiel das Detail, ob die Kröten, wenn sie jetzt hier aufsteigen, so ein bisschen vom Wind erfasst werden und nicht, weil im selben Moment ist klar, sie müssen sich ja physikalisch in einer, naja, von Windwasser und Schwerkraft regulierten Welt behaupten. Und sofort erhalten sie eine bestimmte Form von Glaubwürdigkeit, die sich unterscheidet von der Disney-Version und die auch eine weitere Differenzierung dadurch erfährt, weil ich beobachte nun, ob die Kröte darauf reagiert, dass sie da mit dem Fliegen, naja, noch ganz am Anfang ist, denn es ist ja ihr erster Take-off.
auch dadurch lässt sich in diesem einen Element einer fliegenden Kröte das Verhältnis von Glaubwürdigkeit, Psychologie, Technifizierung des Körpers, unsere Einspannung in verschiedene narrative Kontexte oder mediale Strategien, Stichwort Disneyfizierung, darstellen. Und so ist so eine, naja, von einigen vielleicht einfach als Spielerei angesehene Kröte plötzlich viel freier in der Gestaltung als das Bild des Menschen vor der Kamera. Ja, also es geht ein gewisser Anspruch davon aus. Was noch hinzukommt, ist die Organisation als Schwarm, die wir von Vogelschwärmen kennen, kann ja von diesen Kröten auch imitiert werden. Aber auch das kann jetzt abgebildet werden und auch darauf können die Tiere reagieren. Also sie bauen eine Erwartungsstruktur auf, die es auch ermöglicht, das menschliche Verhalten auch differenzierter oder jetzt unter bestimmten Fokus zu betrachten. Hier ist ein Blick auf die animationsfertige Kröte. Das Polygonmodell wurde durch das Rigging mit einer Hierarchie von Gelenken und Animationskontrollen ausgestattet. Einem echten Skelett ähnlich erstrecken sich diese virtuellen Gelenke bis in die Gliedmaßen und erlauben es, den Körper der Kröte zu bewegen. Mithilfe dieses Rigs kann der Animator das Modell kontrollieren und in alle erdenklichen Posen bringen. Durch Aneinanderreihung solch unterschiedlicher Posen entsteht die Animation. Das Animationsprogramm hilft dabei, indem es zwischen einzelnen Posen interpoliert, also Zwischenphasen errechnet. Dennoch bleibt diese sogenannte Keyframe-Animation ein arbeitsaufwendiger Prozess, denn je natürlicher und überzeugender eine Bewegung wirken soll, desto feiner muss gearbeitet werden, wobei besagter Automatismus nach und nach durch von Hand bewusst gesetzte Animationsschritte ersetzt wird. Je nach Berücksichtigung der physikalischen Gesetze kann eine Animation am Ende cartoonartig oder realistisch wirken. Wie diese Animationsbeispiele zeigen, reichen die charakterlichen Zuschreibungen eines solchen Krötenfluges von tollpatschig, verhalten bis bestimmt und souverän. Diese Eigenschaften können die Kröten natürlich nur entwickeln, wenn sie durch den dritten Schritt, durch das Compositing mit der Umgebungsrealität, die wir einfach an der Elbe aufgenommen haben, zusammengebracht werden. Also das Compositing bringt die animierten Charaktere und die Realaufnahmen ja in einer Weise zusammen, die insgesamt ein stimmiges Bild ist oder ein überraschendes oder ein fantastisches Bild ist. Im digitalen Compositing werden verschiedene Bildelemente zu einem homogenen Bild kombiniert. Meist ist das Ziel ein fotorealistisches Bild, so als sei dieses mitsamt all seiner Bildinhalte tatsächlich mit einer Kamera aufgenommen worden. Natürlich lassen sich mit den Mitteln des Compositings aber auch sehr stilisierte Bilder erstellen, wenn man den Fotorealismus und die daran geknüpften Kriterien über Bord wirft. Und auch beim Animationsfilm werden Bildebenen im Compositing zusammengebracht und der finale Bildeindruck bestimmt. Wie viele BioSync-Safe-User wollen Sie noch auf Knieschonern sehen? Wir müssen handeln. Die fliegenden Kröten bieten ein überschaubares, aber sehr treffendes Beispiel für ein Composite. Hier wurde ein fotografischer Hintergrund mit computergenerierten Bildelementen, den Kröten, kombiniert. Das Hintergrundbild gibt eine Reihe von Kriterien vor, die die eingefügten Elemente erfüllen müssen, um Teil des Bildes zu werden. Maßgeblich sind hier Lichtsituationen und Perspektive der aufgenommenen Szene sowie bildbestimmende Eigenschaften der Kamera wie Tiefenschärfe, Bewegungsunschärfe oder Bildrauschen. Naturgemäß wurde bereits in den vorangegangenen Schritten wie dem 3D-Rendering der Kröten auf diese Kriterien Rücksicht genommen. Neben Anpassung von Licht- und Schattenwirkung sowie des Schärfeeindrucks wurden im Compositing Teile der Kröten maskiert, um sie perspektivisch schlüssig in das Bild einzufügen. Hier das Filmbild nach abschließender Farbkorrektur.